Angriffe gibt es auf dem Transfermarkt häufiger. Reals Galacticos, Chelseas erster Sommer unter Abramovic oder so ziemlich jeder Sommer von Manchester City. Nicht gerade selten werden horrende Summen ausgegeben. Etwas unter dem Radar fliegt dagegen das Transferfenster von Galatasaray aus der Saison 2012-2013. Aber glaubt uns, spektakulär war es dennoch. Schon ein Jahr zuvor hatte der neue Präsident Ünal Aysal zum Geldausgeben motiviert. Die finanziellen Probleme des Clubs waren ihm egal. Es kamen unter anderem Eboué von Arsenal und Muslera von Lazio Rom für Millionen ablösen. Im Sommer 2012 war die Motivation dann aber noch größer. Galla nahm über 32 Millionen Euro in die Hand und verpflichtete Topstar über Topstar. Angefangen hatte es mit Burak Yilmaz. Mit 33 Toren in 34 Partien für Ligarivale Trabzonspor schoss er sich ins Rampenlicht. Dass er ging, war keine Überraschung. Die Überraschung war vielmehr, dass er innerhalb der Türkei wechselte. Ein Transfer zu Lokomotive Moskau war nämlich schon so gut wie durch. Yilmaz war bereits in Russland. Doch dann kam es zu Szenen wie in einem Thriller. Galla-Verantwortliche flogen kurzerhand nach Moskau und überzeugten den Stürmer im allerletzten Moment doch noch von einem Wechsel zu ihrem Club. Anstatt bei Lok zu unterschreiben, saß Yilmaz auf einmal zurück im Flieger in die Türkei. Kostenpunkt der irren Last-Minute-Aktion 5 Millionen Euro. Das nächste Ziel war dann Hamid Altintop vom großen Real Madrid. Der damals 30-Jährige galt schon lange als Wunschspieler für jeden Super League-Club und entschied sich schlussendlich für einen Wechsel zu Galatasaray. Dort wurde der Ex-Bayern-Star seinem Preis von 3,5 Millionen Euro gerecht und zum wichtigen Stammspieler. Das gleiche Urteil konnte man bei Nordin Amrabat allerdings nicht fällen. Der war nämlich der teuerste Einkauf aus dieser Saison und kam als absoluter Shootingstar der türkischen Liga. Der Hype war groß. Amrabat spielte auch viel, konnte für den Verein aber nur 3 Tore erzielen. Im Jahr darauf wurde er bereits nach Malaga verliehen. Wer jetzt sagt, ja okay, also so krass war diese Transferoffensive ja jetzt nicht, der kann sich mal auf den Winter gefasst machen. Im Januar schlug Galatasaray nämlich bei keinem geringeren als Wesley Sneijder zu. Der war damals 28 Jahre alt und wurde 2010 Vize-Weltmeister und Trippelsieger mit Inter Mailand. In der Türkei wartete ein kolportiertes Gehalt von 5 Millionen Euro pro Jahr auf ihn. Für den Transfer machten die Löwen weitere 7,5 Millionen Euro locker. Für türkische Verhältnisse also ein teures Gesamtpaket für den Niederländer. Doch Sneijder zahlte es mit guten Leistungen und jahrelanger Loyalität zurück und bekam dafür einen ewigen Platz im Herzen der Gala-Fans. Und dann wäre da ja noch ein letzter Neuzugang. Didier Drogba. Kurz vor Ende des Transferfensters holte Galla den Ivore ablösefrei aus China zurück nach Europa. Bei seiner Ankunft wurde er gefeiert wie ein Megastar. Und diesen Glanz versprühte er auch auf dem Spielfeld. In 1,5 Jahren war er an 33 Toren beteiligt. Diese verhalfen der legendären Truppe dann auch zur Meisterschaft 2013 und zum Pokalsieg in der Saison darauf. Und auch nach Drogbas Abgang zu Chelsea war das Gerüst um Sneijder, Altintop und Yilmaz weiter erfolgreich. Bis 2016 sammelte Galla insgesamt 2 Ligatitel und 3 Pokalsiege in 4 Saisons. Vor allem die Winterneuzugänge Drogba und Sneijder waren eine wirkliche Ansage. Sneijder mit 28 Jahren in die Super League holen und dann auch noch jahrelang halten zu können, war eine absolute Überraschung. Die finanziellen Probleme des Clubs wurden natürlich durch diese Transfers nicht besser. Aber das Standing des Clubs erlebte einen großen Boost. Nicht umsonst kamen in den Jahren danach immer wieder gestandene Spieler zu den Löwen aus Istanbul. Was sagt ihr? War das für euch auch ein geiles Transferfenster? Oder hat Galatasaray überbezahlte Allstars geholt und dann einfach Glück gehabt? Über welche anderen vergessenen Transferoffensiven wollt ihr mehr hören? Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.